Galgenberg. Blödem Volke unverständlich treiben wir des Lebens Spiel. Gerade das, was unabwendlich, fruchtet unserm Spott als Ziel. Magst es Kinderrache nennen an des Daseins tiefem Ernst? Wirst das Leben besser kennen, wenn du uns verstehen lernst? Nein. Pfeift der Sturm? Keift ein Wurm? Heulen Eulen hoch vom Turm? Nein. Es ist des Galgenstrickes dickes Ende, welches ächzte, gleich als ob im Galopp eine müdgehetzte Mähre nach dem nächsten Brunnen lechzte, der vielleicht noch ferne wäre. Das Gebet. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht, sie falten die kleinen Zehlein, die Rehlein. Der zwölf elf. Der Zwölf-Elf hebt die linke Hand, da schlägt es Mitternacht im Land. Es lauscht der Teich mit offenem Mund, ganz leise heult der Schluchtenhund. Die Dommel reckt sich auf im Rohr, der Moosfrosch lugt aus seinem Moor. Der Schneck horcht auf in seinem Haus, desgleichen die Kartoffelmaus. Das Irrlicht selbst macht Halt und Rast auf einem windgebrochenen Ast. Sophie die Maid hat ein Gesicht, das Mondschaf geht zum Hochgericht. Die Galgenbrüder wehen im Wind. Im fernen Dorfe schreit ein Kind. Zwei Maulwürf küssen sich zur Stund als Neuvermählte auf den Mund. Hingegen tief im finstern Wald ein Nachtmar seine Fäuste ballt, dieweil ein später Wanderstrumpf sich nicht verlief in Teich und Sumpf. Der Rabe Ralf ruft schaurig Kra. Das End ist da, das End ist da. Der Zwölf-Elf senkt die linke Hand und wieder schläft das ganze Land. Der Rabe Ralf, der Rabe Ralf will, will, wu, dem niemand half, still, still, du, du. Half sich allein am Rabenstein, will, will, still, still, die Nebelfrau, will, will, hu, nimmt's nicht genau, still, still, du, du, sie sagt, nimm, nimm's, ist nicht so schlimm, will, will, still, still, doch als ein Jahr, will, will, hu, vergangen war, still, still, du, du, da lag im Rot der Rabe tot. Will, will, still, still, du, du. Der Tanz. Ein Vierviertelschwein und eine Auftakteule trafen sich im Schatten einer Säule, die im Geiste ihres Schöpfers stand. Und zum Spiel der Fiedelbogenpflanze reichten sich die zwei zum Tanze Fuß und Hand. Und auf seinen dreien rosa Beinen hüpfte das Vierviertelschwein graziös, und die Auftakteul auf ihrem einen wiegte rhythmisch ihr Gekrös. Und der Schatten fiel, und der Pflanzespiel klang verwirrend melodiös.
Doch des Schöpfers Hirn war nicht von Eisen, und die Säule schwand, wie sie gekommen war, und so mußte denn auch unser Paar wieder in sein Nichts zurückreisen. Einen letzten Strich tat der Geigerich, und dann war nichts weiter zu beweisen. Der Seufzer. Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und träumte von Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall, und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein, und er sank und ward nimmer gesehen. Bim, bam, bum. Ein Glockenton fliegt durch die Nacht, als hätte er Vogelflügel. Er fliegt in römischer Kirchentracht, wohl über Tal und Hügel. Er sucht die Glockentönen, bim, die ihm vorausgeflogen. Das heißt, die Sache ist sehr schlimm. Sie hat ihn nämlich betrogen. O komm, so ruft er, komm, dein Bam erwartet dich voll Schmerzen. Komm wieder, Bim, geliebtes Lamm, dein Bam liebt dich von Herzen. Doch Bim, dass ihr's nur alle wisst, hat sich dem Bum ergeben. Der ist zwar auch ein guter Christ, allein, das ist es eben. Der Bam fliegt weiter durch die Nacht, wohl über Wald und Lichtung, doch ach, er fliegt umsonst. Das macht, er fliegt in falscher Richtung. Das ästhetische Wiesel. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tat's um des Reimes willen. Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse. Ich bin ein einsamer Schaukelstuhl und wackel im Winde. Auf der Terrasse, da ist es cool, und ich wackel im Winde. Und ich wackel und nackel den ganzen Tag, und es nackelt und rackelt die Linde. Wer weiß, was sonst wohl noch wackeln mag? Im Winde, im Winde, im Winde. Himmel und Erde. Der Nachtwindhund weint wie ein Kind, dieweil sein Fell von Regen rinnt. Jetzt jagt er wild das Neumondweib, das hinflieht mit gebogenem Leib. Tief unten geht ein dunkler Punkt, quer über Feld ein Forstadjunkt. Die beiden Esel. Ein finsterer Esel sprach einmal zu seinem ehlichen Gemahl: Ich bin so dumm. Du bist so dumm. Wir wollen sterben gehen. Komm. Doch wie es kommt so öfter eben, die beiden blieben fröhlich leben. Der Steinochs schüttelt stumm sein Haupt, dass jeder seine Kraft ihm glaubt. Er spießt dich plötzlich auf sein Horn und bohrt von hinten dich bis vorn. Weh! Der Steinochs lebt von Berg zu Berg, vor ihm wird Wasser wandelt, Zwerg. Er nährt sich meist, und das ist neu, von menschlicher Gehirne Heu. Weh! Der Steinochs ist kein Tier, das stirbt, dieweil sein Fleisch niemals verdirbt, denn wir sind Staub. Doch er ist Stein. Du möchtest wohl auch Steinochs sein, hä?
Tapetenblume. Tapetenblume bin ich fein, kehr wieder ohne Ende. Doch statt im Main und Mondenschein, auf jeder der vier Wände. Du siehst mich nimmerdar genug, soweit du blickst im Stübchen, und folgst du mir per Rösselsprung, wirst du verrückt, mein Liebchen. Der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten, ohne was herum, ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri und Ameriko. Kronprätendenten. Ich bin der Graf von Reaumur und hass euch wie die Schande. Dient nur dem Celsio für und für, ihr Apostatenbande. Im Winkel König Fahrenheit hat still sein Mus gegessen. Ach Gott, sie war doch schön, die Zeit, da man nach mir gemessen. Die Probe. Zu einem seltsamen Versuch erstand ich mir ein Nadelbuch und zu dem Buch ein altes zwar, doch äußerst kühnes Dromedar. Ein Reicher auch daneben stand, zween Säcke Gold in jeder Hand. Der Reiche ging alsdann herfür und klopfte an die Himmelstür. Drauf Petrus sprach: Geschrieben steht, dass ein Kamel weit eher geht durchs Nadelöhr, als du, du Heid, durch diese Türe groß und breit. Ich, glaubend fest an Gottes Wort, ermunterte das Tier sofort, ihm zeigend hinterm Nadelöhr ein Zuckerhörnchen als Dukör. Und in der Tat, das Vieh ging durch, obzwar sich quetschend wie ein Lurch. Der Reiche aber sah ganz stier und sagte nichts als: Wehe mir. Das Huhn. In der Bahnhofhalle, nicht für es gebaut, geht ein Huhn hin und her. Wo ist der Herr Stationsvorsteher? Wird dem Huhn man nichts tun? Hoffen wir es. Sagen wir es laut, dass ihm unsere Sympathie gehört, selbst an dieser Stätte, wo es stört. Möwenlied. Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Sie tragen einen weißen Flaus und sind mit Schrot zu schießen. Ich schieße keine Möwe tot, ich lass sie lieber leben und füttere sie mit Roggenbrot und rötlichen Zibiben. O Mensch, du wirst nie nebenbei der Möwe Flug erreichen, wofern du Emma heißest. Sei zufrieden, ihr zu gleichen. Der Werwolf. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn: Bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten: Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs, Genitiv sodann, dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt, den Wenwolf. Damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle, indessen bat er: Füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber mußte gestehen, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular.
Der Wolf erhob sich tränenblind. Er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. KM 21. Ein Rabe saß auf einem Meilenstein und rief: KM 21, KM 21. Der Wehrhund lief vorbei, im Maul ein Bein. Der Rabe rief: KM 21, 21. Vorüber zottelte das Zapfenschwein, der Rabe rief und rief: KM 21. Er ist besessen, kam man überein, man führe ihn hinweg von diesem Stein. Zwei Hasen brachten ihn zum Kräuterdachs, sein Hirn war ganz verstört und weich wie Wachs. Noch sterbend rief er, denn er starb dort, sein KM 21, KM, KM 21. Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet. Und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet. Nach Norden. Palmström ist nervös geworden, darum schläft er jetzt nach Norden. Denn nach Osten, Westen, Süden schlafen heißt das Herz ermüden. Wenn man nämlich in Europen lebt, nicht südlich in den Tropen. Solches steht bei zwei Gelehrten, die auch Dickens schon bekehrten, und erklärt sich aus dem steten Magnetismus des Planeten. Palmström also heilt sich örtlich, nimmt sein Bett und stellt es nördlich. Und im Traum, in einigen Fällen, hört er den Polarfuchs bellen. Westöstlich. Als er dies von Korf erzählt, fühlt sich dieser leicht gequält. Denn für ihn ist Selbstverstehung, dass man mit der Erdumdrehung schlafen müsse, mit den Pfosten seines Körpers, strikt nach Osten. Und so scherzt er kaustisch köstlich. Nein, mein Divan bleibt westöstlich. Der vorgeschlafene Heilschlaf. Palmström schläft vor 12 Experten den berühmten Schlaf vor Mitternacht, seine Heilkraft zu erhärten. Als er, da es 12 erwacht, sind die 12 Experten sämtlich müde. Er allein ist frisch, wie eine junge Rüde. Bona fide. Palmström geht durch eine fremde Stadt. Lieber Gott, so denkt er, welch ein Regen, und er spannt den Schirm auf, den er hat. Doch am Himmel tut sich nichts bewegen, und kein Windhauch rührt ein Blatt. Gleichwohl darf man jenen Argwohn hegen, denn das Pflaster, über das er wandelt, ist vom Magistrat voll List gesprenkelt. Bona fide hat der Gast gehandelt. Die weggeworfene Flinte. Palmström findet eines Abends, als er zwischen hohem Korn singend schweift, eine Flinte. Trauernd bricht er seinen Hymnus ab
und versetzt sich in den Mohn, seinen Fund zu betrachten. Innig stellt er den Verzagten, der ins Korn sie warf, sich vor und beklagt ihn von Herzen. Mohn und Ähren und Cyanen windet seine Hand derweil still um Lauf, Hahn und Kolben. Und er lehnt den so bekränzten Stutzen an den Kreuzwegstein, hoffend zart, dass der Zage noch einmal des Weges kommend ihn erblicken möge. Und seht den Mond groß im Osten. Die Brille. Korff liest gerne schnell und viel, darum widert ihn das Spiel all des zwölfmal unerbetenen, ausgewalzten, breitgetretenen. Meistens ist in 6 bis 8 Wörtern völlig abgemacht und in ebenso viel Sätzen lässt sich Bandwurmweisheit schwätzen. Es erfindet drum sein Geist etwas, was ihm dem entreißt. Brillen, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht läse so bebrillt man nicht. 33 seinesgleichen geben erst ein Fragezeichen. Die Mittagszeitung. Korff erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Ganz ohne Zubereitung irgendeiner anderen Speise. Jeder, auch nur etwas weise, hält das Blatt. Korff erfindet eine Art von Witzen. Korff erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langeweile. Doch als hätt ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter, selig lächelnd, wie ein satter Säugling. Die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich? Wie dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Behörde. Korff erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo, welchen Orts er bis an heute war, welchen Stands und überhaupt, wo geboren, Tag und Jahr, ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt, umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde, und darunter steht Borowski, Heck. Korff erwidert darauf kurz und rund, einer hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund unten angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin mit bedauernd nebigen Betreff, Korff an die Bezirksbehörde in, staunend liest's der anbetroffene Chef. Professor Palmström. Irgendwo im Lande gibt es meist einen Staat von dem, was sich an Geist irgendwo befindet und er weiß, doch noch nirgendwo Professor heißt, eben zum Professor wird gemacht. Wie von wem der unaufhörlich wacht, ob auch jeder Seele wird gedacht, die der Menschheit Glück und Heil gebracht. Solch ein Staat und solch ein Fürst, o denkt, hat auch Palmströms Los zum Licht gelenkt, hat ihm den Professorrang geschenkt und das Kreuz für Kunst ihm umgehängt.
Palmström gibt das Kreuz für Kunst zurück, denn er trägt kein solches Kleidungsstück, den Professor nicht, denn man versteht, als Professor gilt erst ein Prophet. Palmström lobt das schlechte Wetter sehr, denn dann ist auf Erden viel mehr Ruhe. Ganz von selbst beschränkt sich das Getue und der Mensch geht würdiger einher. Schon allein des Schirmes kleiner Himmel wirkt symbolisch auf des Menschen Kern, denn der Wirkliche ist im Gewimmel, ach, nicht ihm nur, leider noch recht fern. Durch die Gassen oder im Gefilde wandert Palmström, wenn die Wolke fällt, und erfreut sich an dem Menschenbilde, das sich kosmologischer verhält. Mopsenleben. Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken, um von Soutanen vorteilhaften Posten die bunte Welt gemächlich auszukosten. O Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer, sonst bist du auch ein Mops nur auf der Mauer. Vice versa. Ein Hase sitzt auf einer Wiese des Glaubens, niemand sähe diese, doch im Besitze eines Zeisses, betrachtet voll gehaltenen Fleißes vom vis-à-vis gelegenen Berg, ein Mensch den kleinen Löffelzwerg. Ihn aber blickt hinwiederum ein Gott von fern an, mild und stumm. Das Butterbrotpapier. Ein Butterbrotpapier im Wald, da es beschneit wird, fühlt sich kalt. In seiner Angst, wiewohl es nie an Denken vorher irgendwie gedacht, natürlich als ein Ding aus Lumpen und so weiter, fing aus Angst, so sagte ich, fing an zu denken, fing, hob an, begann zu denken. Denkt euch, was das heißt, bekam aus Angst, so sagte ich, Geist. Und zwar versteht sich nicht bloß so vom Himmel droben irgendwo, vielmehr infolge einer ganz exakt entstandenen Hirnsubstanz, die aus Holz, Eiweiß, Mehl und Schmer durch Angst mit Überspringen der sonst üblichen Weltalter an ihm Boden und Gefäß gewann. Mit Überspringung in und an ihm Boden und Gefäß gewann. Mit Hilfe dieser Hilfe nun entschloss sich das Papier zum Tun, zum Leben, zum Gleichviel. Es fing zu gehen an, wie ein Schmetterling. Zu kriechen erst, zu fliegen drauf, bis übers Unterholz hinauf, dann über die Chaussee und quer und kreuz und links und hin und her, wie eben solch ein Tier zur Welt, je nach dem Wind und sonst, sich stellt. Doch, Freunde, werdet bleich gleich mir, ein Vogel dick und ganz voll Gier erblickt's, wir sind im Januar, und schickt sich an mit Haut und Haar, und schickt sich an mit Haar und Haut. Wer mag der endigen? Mir graut, bedenkt, was alles nötig war, und schickt sich an mit Haut und Haar, ein Butterbrotpapier im Wald gewinnt, aus Angst Naturgestalt. Genug. Der wilde Specht verschluckt das unersetzliche Produkt. Der Loi. Auf einem Wandkalenderblatt ein Loi sich abgebildet hat. Er blickt dich an, bewegt und still, den ganzen 17. April, wodurch er zu erinnern liebt, dass es ihn immerhin noch gibt. Gespenst
Es gibt ein Gespenst, das frisst Taschentücher. Es begleitet dich auf deiner Reise. Es frisst dir aus dem Koffer, aus dem Bett, aus dem Nachttisch, wie ein Vogel aus der Hand, vieles weg. Nicht alles, nicht auf einmal. Mit 18 Tüchern stolzer Segler fuhrst du hinaus aufs Meer der Fremde. Mit 8 bis 7 kehrst du zurück, ein Gram der Hausfrau. Lebenslauf. Ein Mann verfolgte einen andern aus Deutz. Er selber war aus Flandern. Der Deutzer, just kein großer Held, gibt unverzüglich Fersengeld. Der Fläme sagt sich ein, nun gut, und sammelt es in seinen Hut, und sammelt bis zur finstern Nacht, und morgens, als der Hahn erwacht und jener weiterflieht voll Reue, da füllt er seinen Hut aufs Neue. Durch ganz Europa geht es so, sie sind bereits am Flusse Po. Sie sind in Algier ungefähr, da ist der eine Millionär. Wie? Millionär? O Allahs Güte, sein Schatz misst 100.000 Hüte. Nein, Legionär, dies ist das Wort. Und jener sagt's ihm auch sofort, und beide teilen sich das Geld und kaufen sich dafür die Welt. Tief in Marokko steht ein Kreuz, da ruhen die aus Brabant und Deutz, die beiden fremden Legionäre. O Mensch, das Geld ist nur Chimäre. Im Reich der Interpunktionen, im Reich der Interpunktionen, nicht für der goldene Friedepunkt, die Semikolons werden Drohnen genannt von Beistrich und von Punkt. Es bildet sich zur selben Stund ein Antisemikolonbund. Die einzigen, die stumm entweichen, wie immer, sind die Fragezeichen. Die Semikolons, die sehr jammern, umstellt man mit geschwungenen Klammern und setzt die so gefangenen Wesen noch obendrein in Parenthesen. Das Minuszeichen naht und schwapp, da zieht es sie vom Leben ab. Kopfschüttelnd blicken auf die Leichen die heimgekehrten Fragezeichen. Doch wehe, neuer Kampf sich schürzt, Gedankenstrich auf Komma stürzt und fährt ihm schneidend durch den Hals, bis dieser gleich und ebenfalls wie jener mörderisch bezweckt als Strichpunkt das Gefild bedeckt. Stumm trägt man auf den toten Garten die Semikolons beider Arten. Was übrig von Gedankenstrichen kommt schwarz und schweigsam nachgeschlichen. Das Ausrufzeichen hält die Predigt. Das Kolon dient ihm als Adjunkt. Dann, jeder Kommaform entledigt, stapft heimwärts man. Strich, Punkt, Strich, Punkt.